Ich glaube, hier kommt jetzt wieder Action-lastig. Uah! Oh shit, der Wallrider. Schauen wir uns mal ein bisschen hier um. Okay. Ich glaube, der Wallrider, der war auch nur ein Patient, der von dieser Firma missbraucht wurde. Und hier sind wir wahrscheinlich gerade eingestürzt. Follow the blood. So kleine Batterien oder so ein Dokument wäre auch nicht schlecht, weil ich möchte ein bisschen noch mehr über Markov Corporation wissen. Ah, hier ist noch eine Akte, gut. Auszug aus dem Tagebuch von Sherry Price, Patienten in der Mount Massive Nervenklinik 1952 bis 1964. Wieso kann ich mich nicht erinnern, woher die Schnitte stammen? Sie sind so schmerzhaft, selbst Tage später noch. Dr. Newhouse sagte, dass ich selbst schuld bin, weil ich die Hypnotherapie in Unterbewusstsein ablehne. Aber ich möchte doch so sehr, dass es mir besser geht. Ich verstehe nicht, wie ich mir das selbst zugefügt haben kann. Der Dr. Newhouse sagt, dass dies eine andere Form meiner Schlafzimmerhysterie sei. Armer Bruce, wegen mir muss er so lange leiden. Ich habe versucht, Mr. Jackson vorsichtig zu fragen, ob sie ähnliche Probleme mit ihrem Mann hatte, aber sie lehnt ab, darüber zu sprechen. Ihr Mann hat ebenfalls Trost bei einer jüngeren Frau gefunden. Ich weiß, dass es die Ärzte nur gut mit mir meinen und mit Hilfe der Männer von der Regierung, die jetzt die Belegschaft verstärken, finde ich mich in besten Händen. Ich sollte meine Tabletten nehmen und schlafen und heute Nacht auf angenehmere Träume hoffen. Okay. Alles klar. Ja, ob das so angenehme Träume hier in der in der Baracke hier ist. Ja, da bin ich gerade hergekommen. Ich mach mal hier zu. Ob das so schlau ist, weiß ich nicht. Das ist hier zugesperrt. Ich glaube, es ist auch beabsichtigt, dass einige Räume von den... Da wieder war Mr. Wallrider. Der reitet die Wände. Aber ich schaue jetzt mal in die gegengesetzte Richtung, ob das intelligent ist oder nicht. Es war intelligent. Hier ist eine Batterie. Ich denke mal nicht, dass die Leute hier jetzt wirklich alle Verrückte sind. Ich denke jetzt eher, dass das einfach nur Mörder sind, Psychopathen und so weiter. Okay, da hat uns jetzt jemand die Tür zugeknallt. Och nee, die zwei Nackten. Ich glaube, ich sollte abhauen. Lei. Oh, nein. Oh. Okay, jetzt aber schnell flitzen. Die gehen zwar schön gemütlich langsam. Ich weiß nicht, ob ich muss ich vielleicht zu denen in den, wo die rauskommen, sind. Das ist jetzt gemein.
Nein, nein, nein. Okay, hier kann ich nichts machen. Folge dem Blut. Da ist der Priester. Ganz sachte. Scheiße. Na, meine Kamera. Ah, toll. Oh, fuck. Und jetzt? Hab ich hier im Dunkeln. Okay, muss ich hier runterhüpfen wieder, oder was? Und irgendwie habe ich da rumgehen sehen. Na, tolle Wurst. Es darf jetzt aber keine dunklen Passagen geben, weil sonst ich kann nicht durchs Dunkel gehen. Der macht ja die Hände vor, wenn er in den dunklen Bereich geht. Hier ist eine Batterie, die kann ich mal mitnehmen. Ist aber mal was anderes jetzt. Muss das Spiel sich quasi selber zwingen, Lichtebenen zu machen, weil sonst der Spieler ja nichts sieht. Das finde ich jetzt schon mal interessant wieder. Wie kann ich hier runter? So einfach. Schauen, ob es hier irgendwelche Batterien oder Akten gibt. Ich denke mal, ich gehe einfach den. Kann ich da rauf? Nö. Ob das jetzt ein guter ist oder ein verrückter ist, das ist. Uah! Alter! Ja, renn von mir weg. Solange du mir nichts tust, ist mir das egal. Aber Alter, Herzkasper. Okay. Schätz mal, du tust mir was, wenn ich dir jetzt wieder zu nahe komme. Hallo? Na, wie geht's dir? Ich lasse dich lieber in Ruhe. Ich habe jetzt keinen Bock, dass mich jetzt hier wieder so ein Penner da absticht. Ich würde auch darauf wetten, dass wieder Mr. Specky, also Mr. Walker oder keine Ahnung, wie er heißt. Dieser 2 Meter Bursche wieder herkommt und irgendwas mit Little Pig oder so ähnlich von sich gibt. Ja, das ist doch ein schöner Schockmoment, oder? Ich frage mich bloß, warum er jetzt die Lampe nicht, die das nicht nimmt. Hallo? Oder ist da eine Glasscheibe dazwischen?
Ich schätze, wir werden jetzt bewusstlos gehauen oder so. Okay, unsere Kamera hat einen Sprung. Ich renne jetzt einfach mal. Oh, scheiße, lass mich in Ruhe. Wow. Wow. Ey. Das ist unfair. Das finde ich aber nicht nett. Nein, 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 du haust mich nicht. Ja, toll. Ja, haut mich tot, habt schon recht. Er hat 3 gegen 1. Wie unfair seid ihr denn bitte? Oh, und ich bin tot. Also hier wieder das gleiche Spiel. Ja, schauen wir mal. Ja, ich weiß, jetzt wieder rennen, 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 rennen. Au. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinrennen muss. Ich jetzt schätze mal, da komme ich wieder irgendwie hoch. Ich hoffe mal, die sind nicht so intelligent, dass sie hinterherkommen. So, jetzt können wir mal schauen, wo wir jetzt hier weiterkommen. Da ist ja nichts mehr. Ja, unsere Kamera ist auch ein bisschen im AA. Im AAAAA. Sieht man ja unten links, sie hat einen richtigen schönen Sprung abbekommen. Wie gesagt, mal schauen, wie lange ich heute aufnehmen tue. Ich glaube, ich werde die auch die langweiligen Wanderpassagen wie jetzt hier, glaube ich, werde ich ein kleines Stückchen einfach mal rausschneiden. Finde Vater Martin im Verwaltungsblock. Ich hoffe mal, dass sehen seine zwei Genossen. Ah, ich muss hier rüberspringen. Mich in Ruhe lassen. Weil die wollen mich essen oder keine Ahnung, was die mit mir machen wollen. Ich schätze mal einfach nur immer umbringen um. Ich weiß nicht, ob ich da runtergehen soll. Ich glaube eher weniger. Wenn das jetzt zugesperrt ist, dann weiß ich, ich muss da runter.